Halleluja, es ist Ostern. Der Oster-Countdown ist abgelaufen, Tag 0, das Osterfest. Wir feiern es in allen Kirchen weltweit und rufen uns zu. Der Herr ist auferstanden. Und als Antwort hört man normalerweise, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem uralten Ostergruß begegnen sich Christen seit vielen Jahrhunderten am Ostersonntag. Denn Jesus lebt. Der Geist Gottes war stärker als der Tod. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Jesus Christus hat den Tod überwunden. Unser Countdown ist rum. Aber unser Leben mit dem Auferstandenen, es geht weiter. Die Freude geht weiter. Die Freude woran? Die Freude an Christus. Denn diese Freude ist unsere Stärke. Und nicht nur die Freude an Christus, sondern auch die Freude, die Christus uns schenkt. Die Freude, die er als ganz wesentlichen Bestandteil hineingelegt hat in das Reich Gottes. Die Freude geht weiter an unserem Tun und am Lassen in seiner Gegenwart. Am Genießen und Verzichten. Am Herrn und im Herrn. Jemand hat mir während des Oster-Countdowns gesagt, ich genieße diesen Countdown. Und dann habe ich gesagt, ja, genau so soll es sein. Nicht jetzt den Countdown selbst genießen, sondern die Worte in der Gegenwart des Auferstandenen genießen, den Auferstandenen selbst genießen. Das ist das Schöne, was wir als Christen jeden Tag neu tun können. Im Countdown haben wir 40 Menschen. Na, das stimmt nicht. Da habe ich nicht ganz richtig gezählt. 40 plus x Menschen. Aber an 40 Tagen 40 verschiedene, mindestens Personen, Charaktere angeschaut, Männer und Frauen. Und vielleicht hast du in ihnen ja auch etwas entdeckt, das du aus deinem Leben kennst. Einen Menschen haben wir noch nicht betrachtet. Und zwar den Menschen, um den es immer ging. Jesus. Jesus Christus. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Einer von uns ist er geworden. Und für uns. Das ist das Wichtigste. Er ist für uns als der Auferstandene. Er ist für uns mit seiner Gnade und Barmherzigkeit. Das Gesetz hat keine Macht mehr über uns. Und die Gnade regiert im Reich Gottes. In einem Satz zusammengefasst, wer ist Jesus, kommt dieser Satz in der Bibel vor von einem Mann, von dem wir fast nichts wissen, von dem römischen Hauptmann unter dem Kreuz, der sagte, dieser Mensch war wirklich der Sohn Gottes. Denn er sah es ganz genau, wie Jesus starb. Und in dem Moment sagt er diese Worte, der Sohn Gottes. Und da war Jesus noch nicht auferstanden. Und Sohn Gottes, das ist etwas, was ganz wesentlich im Leben und Wirken von Jesus vorkommt und so im Markus-Evangelium wie eine durchlaufende Notiz immer wieder vorkommt. Gerade am Anfang, Markus 1, Vers 11, als Jesus getauft wird, da sagt Gott selbst zu ihm, du bist mein Sohn, dich habe ich lieb, an dir habe ich Freude. Das sagt er zu seinem eingeborenen Sohn. Und nach der Auferstehung sagt er das zu uns allen Menschen, die wir getauft sind. Du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, du bist mir wertvoll, weil für dich habe ich mein Leben gegeben. Für dich bin ich auferstanden, dich habe ich lieb, an dir habe ich Freude. Und dann in der Mitte des Evangeliums taucht es nochmal auf. Siehe im Markus-Evangelium Kapitel 9, Vers 7. Da steht es wieder.
Da sagt Gott, das ist mein Sohn, den ich habe ich lieb. Hört auf ihn. Das ist auf dem Berg der Verklärung, als Mose und Elia auftauchen. Hört auf ihn. Hört ihm zu. Hört auf ihn. Verbringt also Zeit mit ihm. Ich kann ja kommuniziert mit ihm. Das ist ja der Kerngedanke von hört auf ihn. Und dieses hört auf ihn, das brauchen wir immer wieder. Und deswegen feiern wir auch immer wieder Ostern, um uns klar zu machen und bewusst zu machen, dass er der Auferstandene ist. Und Leben in seiner Gegenwart, das heißt, ihn auch immer wieder neu anzusprechen und nicht einfach nur über ihn zu sprechen. Über ihn zu sprechen, dann wären meine 40 Tage umsonst gewesen. Und so hoffe ich, dass du die Zeit genutzt hast und auch in Zukunft vor allem noch weiter nutzen wirst, Zeit mit ihm zu verbringen, ihn anzusprechen, nicht nur über ihn zu reden und zu sagen, der Herr ist auferstanden, sondern zu sagen und zu glauben, Jesus Christus, du bist auferstanden, dich habe ich lieb. Und so nimm dir 15 Minuten Zeit für diese Worte. Jesus Christus, du bist wahrhaftig auferstanden, und lies aus dem Markus-Evangelium die aus dem Kapitel 15, die Verse 21 bis 41. Sei gesegnet.